glatten, weil die nicht so schön sind. Und sehen wir die ganzen schönen Saplings. Die werden wir alle benötigen. Komm her, kommt her, kommt her, kommt her. Au. Oh. Da war ein Loch. Interessant. So. Erstmal raus hier. So. Hm, heute so viel Spirit Tracks dran, ne? Spirit Tracks war mein. Ist das beste, finde ich, das beste Zelda auf dem DS. Einerseits, weil ich das mit dem Zug besser fand. Und die Story auch. Ich habe mal gesagt, so Animal. Irgendwas mit Zügen und so, weil ich bin ja auch Eisenbahn-Fan. Vielleicht einige wissen schon. Naja. So, da kommen dann mehr Saplings runter und das ist super. Hm. Und es wird dunkel. Super. Wollten ja gerade einen dunklen Wald bauen, ne? Moment mal, das ist eigentlich gar nicht mehr so. Das ist halt nicht mehr gefährlich, da die Monster ja diese und sich unter den Bäumen verstecken werden. Aber scheiß drauf, kann halt mal. Man kann nicht auf alles verzichten hier. Auf alles vorsichtig sein. Ja. Da ist der Eingang. Und was war das denn da? Das werden wir vielleicht demnächst mal zumachen. Ich meine, das Loch, das haben wir ja schon längst umgebaut. Ich glaube, das war in den ersten 20 Folgen oder so, dass wir da unten drin waren. Von daher werden wir mal gucken, dass wir das zukriegen hier. Und da wird ja, da ich ja geplant habe, dass da ein Wald hinkommt, ist das ein bisschen blöd, dass es da ist. Und ich fühle mich irgendwie beobachtet, aber nein. Ach, halt. Bevor ich das hier. Na gut, doch. Oder nicht? Ich wusste, ich fühle mich beobachtet. Oh Mann, wie kommt er da hoch? Ich hoffe, der kommt doch nicht wieder hoch. Oder doch? Es sieht nicht so aus, als ob er den Weg nach oben finden wird. Und ich glaube, der ist auch schon tot. Ja, das sind die Erfahrungspunkte. Er hat den Sturz nicht überlebt, so wie er gelebt hat. Aber jetzt gelebt gesagt, überlebt man nicht. Das können wir mal ruhig farmen. Ich glaube, wir werden die Weizenfarm ein bisschen verschieben. Und zwar machen wir eine riesengroße hier. Mal diese schöne Fläche, alles voller Weizen machen. Dafür werden wir hier Bambus setzen. Überall Bambus. Bambus ist hier ein bisschen wenig, wie ich hier merke. Und Bambus könnte man schön gebrauchen für Bücherregale. Wir werden sehen. Mir wird mir die Stimme ein bisschen rot. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel geredet heute. Oh, mir fällt nichts ein, wo ich überhaupt geredet habe heute. Ich war nicht heute mal ruhig. Naja, macht nichts. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Habe ich irgendwas verpasst heute? Ist hier irgendwo was passiert? Oh. Ja klar, ist hier was passiert. Ich bin runtergefallen, komm nicht hoch. Oh, da sind zwei Creeper. Ja, super. Hab ich überhaupt noch ein Schwert? Ich hoffe, das zerbricht jetzt nicht. Wo ist eine hin? Hilfe. Ach klar. Ich muss das Eisen einschmelzen. Das machen wir gleich in der Farm. Weg hier. Du Arsch. Was hast du getan? Ja. Super. Endlich. Das ist auch jetzt übrigens die Aufnahme, wo ich 16 bin. Endlich. Hab mal neulich ein schönes Spiel ab 16 gekauft. Ich habe das mal gespielt beim Freund. Und der hat es ausgeliehen. Und ich finde es eigentlich super, das Spiel. Also er hat es von meinem Freund ausgeliehen und ich habe es mir dann später mal gekauft, weil ich das super fand. Es ist, da weiß es jetzt, ach, da hinten ist es, ich sehe den Namen nicht. Ich habe tatsächlich jetzt die Spielreihe vergessen. Gibt's ja gar nicht.
Moment, das habe ich gleich wieder. Das ist... Moment. Ich werde es gleich haben, hoffentlich. Nein, ich habe es vergessen. Ich bin so blöd im Kopf. Nichts anderes im Kopf als Scheiße. Na gut, das war gelogen. Mir fällt das gleich ein. Ich habe tatsächlich jetzt den Spieletitel vergessen. Merke ich überhaupt noch was? Mal sehen, ich denke gerade nach. Das war... Welches Spiel war das? Mir fällt der Name nicht ein. Ich weiß ganz genau, wie das aussieht, aber ich hab's vergessen. Halo! Halo habe ich mir gekauft. Dieses Spiel ab 16. Ich weiß jetzt nicht den Titel, aber... Ist mir egal. Spiel ist Spiel. Man muss ja nicht das gleich den Titel mal wissen, den Teil. Vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Wer weiß. Wir werden noch eine Menge Sand haben, wenn wir das hier erstmal alles abgetragen haben. Aber Halo ist auch ein ganz super Spiel, finde ich. Endlich mal auch eins ab 16. Ich finde es mal so scheiße, wenn man Eltern hat, die es verbieten, Spiele ab 18 und ab 16 zu spielen, wenn man noch minderjährig ist. Ich meine, hallo? Die heutige Zensur ist sowieso viel zu ernst genommen. Ich meine, wenn die schon ein Tröpfchen Blut sehen, dann dreht das Land durch und machen es sofort ab 18, obwohl es total harmlos ist. Ich habe schon gemerkt, so bei Halo selbst, da habe ich auch einen kleinen Tropfen Blut gesehen. Trotzdem ist es ab 16. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, woran das liegt, aber naja. Aber als ich im Markt war, habe ich immer so sofort gemerkt, wieso die Halo eigentlich ab 16 gemacht haben. Das könnte man doch wunderbar ab 12 spielen. Ich meine, da sieht man keinen Tropfen Blut und so. Also ich wäre schon dafür. Ja gut, Call of Duty würde ich jetzt selbst auch ab 18 machen. Ab 16. Aber trotzdem. Ich finde schon ab 18 schon ein bisschen zu weit gegangen. Also, ich meine, ab 16-Jähriger muss man auch wissen, was Blut ist. Ich meine, Blut ist ja so gefährlich, wisst ihr? Was denken die eigentlich, wenn man einfach mal so jemanden erschießt? Denkt jetzt, man denkt immer sofort, das kommt vom Videospielen, ne? Oder wie? Ich meine, das stimmt doch gar nicht. Immer wird immer alles auf den Spielen geschoben, ne? Ich bin eigentlich mehr der Meinung, dass Ballerspiele, wo man Menschen erschießt, eigentlich mehr die Wut verwenigern. Kann ja mal sein. Man ist ja auch manchmal so im Ermordungswut, wenn man auf eine richtig wütend ist. Und ich finde, dagegen hilft einfach mal ein bisschen Ballerspiele. Weil es entspannt einen wieder. Und man kommt wieder zur Vernunft. Und ja. Also ich bin eigentlich gar nicht bei jemandem sauer, aber ab und zu mal kriege ich mal einen Wutanfall, kann auch mal passieren. Aber sehr selten. Und da habe ich echt Mordlust, aber ich beherrsche mich noch, Gott sei Dank. Finde ich auch gut so. Ich werde auch nie in der Lage sein, jemanden umzubringen. Niemals.